Hallihallo, Hallöchen, hier spielen wir der LS19 Landwirtschaftssimulator 2019 auf der Karte Hof Bergmann. Und ja, das Feld Nummer 8 haben wir jetzt abgedroschen. Ich nehme gerade noch das letzte bisschen Stroh auf hier. Und das letzte Mal, also gestern, haben wir da noch eine Kartoffelsägemaschine gekauft. Alles gut und schön. Jetzt habe ich aber gesehen, okay, wir haben gar keinen Grubber. Also ich kann hier nicht einfach mit der Kartoffelsägemaschine drauf. Ich muss das natürlich erstmal grubbern. Also ich muss es nicht pflügen und nicht kalken. Also noch nicht. Kommt dann wahrscheinlich später. Aber ich muss auf jeden Fall grubbern. Also ich habe noch 45.000 auf dem Konto. Kartoffelsägemaschine haben wir gekauft. Schweine haben wir noch nicht gekauft. Aber uns fehlt ein Grubber. Grubber, damit wir hier das Feld vorbereiten können. Und das müssten wir eigentlich heute noch machen. Das ist eigentlich wichtig. So, dann haben wir, warte mal, Grubber. Grubber wäre eigentlich da. Und die kosten mal richtig Geld. Aber ich würde eigentlich hier dieses gute Stück von Amazone nehmen, weil das Ding kann ich später vielleicht eventuell, wenn ich es vielleicht mache, zum Hammerfass nehmen und Gülle grubbern. Das Ding kostet 31.000 und das kann ich dann noch umrüsten mit Schläuche, wenn ich Gülle grubbern will. Und wir können es erstmal so lassen und kaufen das Stück. So, dann sind wir das auch los. Aber keine Angst. Ich habe einen Plan. Ich habe immer einen Plan. Meistens geht er nicht auf. So, Helfer F hat einen fast vollen Korntank. Wir sind nämlich noch am Dröschen. Wir machen nämlich gerade Raps. Sind wir eigentlich nebenbei noch am Raps dreschen oder nebenbei machen wir alles? Boah. Hat er mich da leicht berührt? Hab schon. So, jetzt ist der Drescher natürlich voll und ich bin noch nicht da. So, ist aber auch Verkehr heute. So, der Klee steht auch noch. Meine Güte. Gut, der Tag ist noch jung. Hat erst angefangen hier. So, das Stroh lagern wir noch ein natürlich. So, und derzeit starten wir hier noch den Trecker. So, den will ich mitnehmen. So, der soll nämlich die Kartoffelmaschine
betreiben. Da fällt mir ein, einen Trecker habe ich ja noch. Der steht nämlich hier drin. Wir haben ja noch einen John Deere. So, der hat einfach Pflegebereifung drauf. Haben wir natürlich reingesetzt. Konfigurieren. Das ist ein bisschen blöd, wenn er denn bei der Werkstatt auf einmal steht. Ui. Das sieht fett aus. Wir machen das so. Aber vorne machen wir noch Hydraulik ran. Jawohl. Konfigurieren. So, dann fahre ich eigentlich mit den beiden Traktoren zum Händler. Den anderen machen wir da hinten aus. Fronthydraulik habe ich ja nicht umsonst dran gemacht. Vielleicht soll ich noch das Gewicht montieren. Jupp, so könnte es klappen. Warte mal, eigentlich hatte er ja noch einen ganz anderen Plan. Genau, ich wollte nämlich noch die Kühe füttern. Und dann nehme ich gerade noch hier so eine Ladung Butter eigentlich mit für die Kühe und verkaufe das beim Händler. So. Jetzt mach mich nicht schwach. Schläuche. Jawohl. Sie erst wieder hier ins Menü. Jawohl. Jetzt habe ich vergessen, irgendwas wollte ich jetzt noch gucken. Mischration. Liegt dann da beim Händler. 77. So, 8000 haben wir drin. So, da freuen sich doch bestimmt die Kühe. So, wir schauen mal. Schweinestall auf dem Hof haben wir 18. Schweine haben wir 41. Alle 3 Stunden, 15 Minuten gibt es ein neues.
So, ein Pferd habe ich ja schon ausgeritten, das war dann noch nicht. Und hier der Kuhstall. Wie sieht denn das jetzt aus hier? Kuhstall, Hof. Mischration voll. Okay. Sagt, es gibt jetzt nicht hier den Mega-Ertrag, aber wenn ich eh schon Richtung Händler fahre, Viehhändler, dann kann ich ihm da gleich noch so eine Ladung mitgeben. Er hat mich ja gefragt. Juti, was ich noch vergessen habe. Den muss ich erstmal ausmachen, da muss ich dann später dazu schauen. Komme jetzt nicht dazu. Jetzt müssen wir erstmal schnell zum Händler. Dreschen tun wir später weiter. Aha, vielleicht kommt der andere gar nicht hinterher. Der läuft natürlich richtig gut hier. So, da kann nämlich der Fendt Groban schon anfangen mit dem John Deere. Fahre ich dann nämlich zum Händler und werde nachher die Kartoffellegemaschine auffüllen. Also mit dem John Deere fahre ich zum Viehhändler, verkaufe das Futter, werde dann den Anhänger beim Maschinenhändler hinstellen und die Kartoffelsämaschine ankoppeln, auffüllen und Kartoffel drillen. Der Schläuche. Oh. Scheint doch ein bisschen groß zu sein hier. Oh! Mist. Okay, dann fahren wir gleich mal hier
lassen den John Deere hier stehen, dann kann ich hier können. Ja, wir machen das so. Sechshundertneunzehn ist jetzt nicht der Mega-Ertrag. Hab ich auch nicht mitgerechnet, aber na gut. So, der sieht irgendwie ein bisschen zu klein aus, der Trecker dafür. Aber er zieht durch. So, dann haben wir noch nicht mal das Saatgut jetzt damit verdient. Aber wir haben eine Scheibenegge. So, den Anhänger lassen wir mal hier stehen. So, auffüllen muss ich sie noch. Dafür brauche ich noch ein bisschen Saatgut, Schweinefutter, Hafer, Weizen, Saatgut. So, ich glaube, es geht. Was geht denn da eigentlich rein? Geht noch ein bisschen mehr rein? Sag, wir haben nicht mal das Saatgut verdient mit der Ladung Butter. Aber theoretisch haben wir ja auch Saatgut auf dem Hof und könnten das selber herstellen. Puh. Also das ist auf jeden Fall ordentlich Gewicht hier. So, ich hole mir noch einen Kaffee und einen Keks. Unsere Lieblingstankstelle hier. So, fertig.
So, da lassen wir aber auch den Helfer laufen. Aber das sieht ganz gut aus. Auch mit den Reifen hier, die sind eigentlich so breit wie die Maschine selber. Kartoffeln werden gelegt. So, wir müssen uns dann eigentlich Gedanken machen, wie wir es düngen wollen. Hätten natürlich vorher Gülle draufbringen können. Das andere Problem ist natürlich, wie wollen wir es nachher Kartoffeln wieder aus dem Boden holen. So, So, dann werde ich noch weiter den Raps ernten. Ja, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Bis denn dann. Ciao, ciao.